Willkommen zu Ihrem Sternenführer Astrophonie. Hallo an alle mit Sternzeichen Waage und Aszendent Waage. Willkommen zu der Woche vom 9. bis 15. März. Liebe Waagen, am 9. März nachmittags wird der Mond in das Zeichen Skorpion übergehen und Sie sich somit in den ersten Tagen dieser Woche auf finanzielle Themen konzentrieren. Sobald nach dem 12. der Mond in das Zeichen Schütze übergeht, sehen wir, dass auch für Sie die Kommunikation ansteigen wird. Sie werden sich vermehrt mit Ihrer unmittelbaren Umgebung, Ihren Geschwistern, Freunden, Nachbarn und Verwandten beschäftigen und sich in einem intensiven Kommunikationsverkehr mit diesen befinden. Einige Reisen und Ausflüge könnten aktuell werden. Auch insbesondere Fortbildungen werden nützlicher für Sie werden. Sie könnten an einigen besonderen Besprechungen, Seminaren oder Fortbildungen teilnehmen. Schauen wir uns nun den Merkur an. Planet der Kommunikation Merkur hat sich seit einer Weile im Zeichen Wassermann fortbewegt. Nun wird es am 13. in das Zeichen Fische übergehen und bis zum 31. März dort bleiben. Während dieser Position des Merkurs könnten Sie emotionaler und introvertierter werden und viel mehr nach Ihren Intuitionen handeln. Es wird in Ihrem 6. Haus fortschreiten. Die Kommunikation in Ihrem Job könnte in dieser Phase in den Vordergrund treten. Berufliche Fortbildungsmöglichkeiten oder Ausflüge könnten aktuell werden. Die Kommunikation mit den Arbeitskollegen könnte in dieser Phase emotionaler werden. Hilfstätigkeiten könnten aktuell werden. Ihre eigenen Haustiere oder Tiere, dessen Pflege Sie übernommen haben, könnte während der Position des Merkurs in diesem Bereich an Ihrer Tagesordnung stehen. Achten Sie auf den Mars, denn es wird im Zeichen Widder fortschreiten. Geschäftspartner, Personen, zu denen Sie eine geschäftliche Beziehung pflegen oder die Beziehung zu Ihrem Lebenspartner, könnten Sie aufgrund des Mars beanspruchen. Übertriebene Reaktionen Ihres Gegenübers, von Zeit zu Zeit auftretende Konflikte oder heftige Diskussionen könnten Ihnen Schwierigkeiten verursachen. Darauf sollten Sie in dieser Woche achten. Mars, der sich mit dem Uranus vereinigen wird, wird ein Quadrat mit dem Pluton bilden. Versuchen Sie insbesondere zwischen dem 10. und 12. März empfindsamer und verständnisvoller innerhalb jeglicher Beziehungen zu sein, liebe Waagen. Wenn der Mars mit im Spiel ist, sollte man auf Unfälle und Ungeschicklichkeiten natürlich besonders achten. Halten Sie sich bitte fern von riskanten Handlungen, seien Sie vorsichtig im Verkehr und beim Autofahren und handeln Sie ruhiger sowie langsamer. Bis bald!